So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem neu gewonnenen Lieblingsspiel. Ist echt geil, muss ich sagen, aber wir kommen jetzt hier erstmal nicht weiter. Ich guck mal zurück, ob ich vielleicht irgendwas liegen lassen habe, mit dem ich hier weiterkommen könnte. Gehen wir mal hier rein nochmal. Haben wir hier irgendwas zurückgelassen? Irgendein kleines, dummes Drecksteil, was ich nicht finden. Blöde Fledermaus. Was ich hätte mitnehmen sollen? Nein. Okay, gehen wir wieder zurück. Wieder rein. Jetzt müssen wir nicht mehr durchs Labyrinth. Bin ich jetzt zu blöd zu lösen, oder was? Gibt's doch gar nicht. Dreh dich! Was kann ich das denn an der Steinplatte befestigen? Habe ich hier irgend sonst irgendwas übersehen? Hä, ich will da raus. Hier haben wir auch nichts, um einzusetzen. Oder? Nee, nicht ganz richtig. Ja, das ist mir auch klar. Okay. Was können wir denn hier? Haben wir hier nichts im Inventar? Eingefädelte Haken, das ist doch. Ach. Wieso hat das vorher nicht geklappt? War ich da zu blöd oder was? Wertvolle Minuten dafür verschwendet, dass ich nicht geblickt habe. Okay. Können wir jetzt mal das hier aufmachen? Gehen wir mal nach unten, auch wenn das in diesem Spiel bis jetzt nicht die schlauste Idee war, irgendwo nach unten zu gehen, aber wir machen es trotzdem. Was gibt's denn hier Schönes? Was haben wir denn hier? Alter. Alter. Dutzende von Leichen in den Katakomben. Den Krähenfuß nehme ich mir erstmal mit, da habe ich jetzt zwei. Körper scheint ausgesorgt zu. Alter. Bin ja total krank, das Spiel. Aber so muss es sein. Ach so. Ja, von der Leiche habe ich jetzt erstmal genug. So viele, wie schrecklich. Bin ja total fertig. Nein, nicht zurück. Ich will da unten bleiben. Okay. Kann ich jetzt erstmal hier nichts weiter machen, oder was? So viele, wie schrecklich, wie schrecklich, wie schrecklich. Ah, okay. Der hat sogar was dabei. Das hätte ich jetzt auch wieder fast übersehen. Beweisstücke erlangt. Ach, man wurde diese Brieftasche erst durch die Initialen MR verziert. Wer ist MR? Das ist eine gute Frage. Hier an der Tür kann ich jetzt immer noch nichts machen. Diesen Greifhaken kann ich nichts anfangen. Ich muss schon noch da unten bleiben, denke ich mal. Ja, ja, ist schrecklich, so viele. Aber komme ich jetzt nicht weiter? Kann ich mir das nicht den Raum genauer angucken? Okay. Nee, anscheinend nicht. Dem haben wir jetzt auch seine Brieftasche weggenommen. Können wir mal beweisen. Withered and decaying bodies, stuffed in barrels and hidden in the catacombs. Why are there so many? Now you're beginning to understand, Detective. This mystery is much larger than three missing people. If you want to find that family before they join the other corpses, you must hurry. I have a feeling they're still alive. Alter. Größeres Geheimnis. Kann ich jetzt die hier reinziehen, oder? Nee, das hier nicht. Das verrät mir nichts. Okay. Hast du noch was Neues für mich? Numerous corpses packed in barrels. What did you call it? Oh yeah, a larger mystery. Really? Dozens of old corpses. A shocking view indeed. I must admit, when I led you through the maze, I hoped you'd find them. What a skilled detective you are. Why? Because this really makes one aware of how serious this case is.
As I warned you when we first met, this place is not what it seems. The victims you seek are not the first ones, and if you don't act quickly, they will not be the last. You've stumbled on the tip. I will help you uncover the iceberg. Alles klar, du verrückter Kerl. Oh Mann, ey. Ich kann hier immer noch nicht weiter. Ah, warte mal, warte mal, warte. Ich kann diese Münze bei diesem Kerl einsetzen, dann bekomme ich jetzt wieder zurück. Beweise? Zur Zellentür. Thank you, Detective. As promised, I will tell you the story of your foe. Beware, though, for it reaches far into the past, beyond belief and imagination. Okay. Bin ich mal gespannt. In the beginning, there were 12 Reapers, ancient spirits of the cruelest and foulest ilk. Through their dark rituals, they would spread evil, despair, and death. Their atrocious deeds were not aimless, though. They summoned and served their High Lord, Archdemon Osmodan, the strongest and most powerful being in the pits of hell, who wreaked havoc through the world, bringing terror and destruction. Each time you bring another relief piece, I will tell you more. And, by the way, here's another artifact. I hope you'll find it handy. Aha, das kann ich jetzt bestimmt in die Tür reinhämmern. Alter, ist das so eine Geschichte 1 von 3, okay. Gehen wir mal zurück. Nochmal zurück. Und nochmal zurück. Jetzt gehen wir mal zur Tür. Jetzt kann ich bestimmt das hier einsetzen. Nee. Doch nicht. Doch, Schlossteil. Aber ich kann es nicht einsetzen. Ich blick das hier noch nicht, um einen Scheißdreck hier. Was können wir denn jetzt noch machen? Upsala, das wollte ich nicht. Ich schlag's einfach mit der Axt ein. Ich kratze es frei. Kratz, 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 kratz. Haken. Nein. Runenkund. Na gut, dann gehen wir mal zurück. Also unten war jetzt doch auch nichts mehr, oder? Kann ich jetzt hier hoch? Nee. Mal zurück. Könnt die Leiter wieder mitnehmen? Dann hochklettern? Zum Seitenraum. Gehen wir mal zum Seitenraum. Die Tafel, ja, das war aus Versehen. Da wollte ich nicht hin. Okay. Vielleicht bin ich jetzt auch einfach zu blöd, das Richtige zu kapieren. Gehen wir mal runter. Ja, so viele. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Hier unten gibt es nichts anderes mehr. Ich will aber nicht zurück. Tipp. Doch zurück. Tipp. Nochmal zurück. Warte, da war was. Da wurde doch gerade was angezeigt. Ach, das Labyrinth. Oh. Hä? Oh. Da wäre ich ja 100 Jahren nicht drauf gekommen. Na gut. Was ist, wenn der diese komische Keller oben jetzt wieder wartet? Gehen wir mal hoch. Alter, was zur Hölle geht hier vor? What on earth was that? Ich sag genau das Gleiche. Okay. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu mitnehmen? Was haben wir denn hier? Eine Armbrust. Okay, die können wir nicht mitnehmen. Gehen wir mal zurück. What is that strange light phenomenon? It's not the first time I've seen it. Hm.
Fograven thing that attacked the camper trailer. And the park, it looks deserted. Alter, das Spiel ist so ultra krass, hey. Baum? Ein Auge nur noch? Okay. Was können wir hier? Können wir das hier frei? Nee, können wir nicht. Okay. Alter. Hallo, Bär. Ich weiche langsam zurück. Okay. Das ist doch diese alte... Was ist denn hier passiert? Gucken wir uns das erstmal hier an. I must watch. I must watch. What happened? Nothing. Something. I don't remember. I must have had a nap. Nothing. I've been living here for a long time. Wahrscheinlich schon zu lange. I must watch. If anything happens, I must... I like birds. There used to be so many of them here. Oh Gott, du hast ein Schwäbchen locker. I like birds. And collecting things. You would be surprised at how many useful things I can find. I don't remember how long. I don't remember why, but I must watch. Here, take a look at this. I found it all just a while ago. Meins? All this stuff. It's from the Simpsons camper. Huh? The blue butterfly pendant is in the picture too. It belongs to Becky's mother. Der Riegel ist wahrscheinlich, der Schlüssel steckt fest. Vielleicht kann ich den Riegel mit etwas dünnem aufhebeln. Habe ich hier irgendwas zum Aufhebeln? Was haben wir denn hier drüben noch? Nee. Spachtel. Ich hau's einfach kaputt. Na gut, kann's nicht aufhebeln. Ist da sonst noch irgendwas drin? Nee, es gibt nur dies. Der Wecker. Der Wecker aus dem Mobile, die Zeit ist angehalten. Okay. Dann ist der wohl im Arsch. This place is full of shiny things. Waiting for... No. Must watch. Okay. Du hast doch auch gerade geblinkt. Was ist jetzt los? Ah, warte, aber das hier kann man bestimmt freikratzen. Oh Gott, was sind das jetzt schon wieder? Dreh die rechteckigen Stücke mit, damit die Farben durchgehende Linien bilden. Das ist gerade sowas, ist was, was ich überhaupt nicht kann. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld mitgebracht. Nee, es kann schon mal nicht sein, nicht da oben. Muss es ja. Das auf jeden Fall mal so. Noch.
hier. Okay. Sieht doch alles. Hier, du ist auch noch falsch. Ha! Perfekt. Ach, wieder so eine Münze. Okay. Ah, noch ein Illusionsobjekt. Da greifen wir noch ordentlich zu. Was haben wir hier? Ach, das sind diese Bilder von diesem Stand, wo wir vorher schon angeguckt hatten. Aber sonst gibt es hier, glaube ich, nichts, oder? Okay. Was haben wir hier? Ist das die Kartenverkäufer in jungen Jahren? Und die zweite Person? Das ist der verrückte Professor. Das Messer mal mit. Böse, böse, böse. Warum steht der Böse neben dem riesigen Baum und was ist mit diesem Messer? Okay. The locket. It was mine once, but I don't remember why I thought it was valuable. You can keep it. Ich werde es auch behalten, da hast du überhaupt kein Mitspracherecht. Kann man das irgendwie mit dem Messer auf? Aha. Schlafmittel. Blup. Na, schlafen wir stark, um ein Tier umzuhauen. Ja, das müssen wir ja. Okay. Eine ominöse Spritze. Ich würde gerne ein paar Tabletten mitnehmen. Okay. Ah, ein Lümmelbild wieder. This souvenir shop doesn't seem to be selling souvenirs. License plates? Car keys? Air fresheners? What does this mean? Okay. Boah. Viele Dinge aus verschiedenen Wagen. Ich finde dort nützliche Dinge. Sachen aus dem Wohnmobil des Simmons. Okay. Viele Sachen aus dem Wagen. Ja, ist ja gut. Finde die aufgeführten Objekte. Objekte in violetter Schrift erfordern einen zusätzlichen Schritt. Falls du nicht gerne nach Objekten suchst, wähle die Schaltfläche Notiz aus, um ein Paare-Bilden-Minispiel zu spielen. Okay, was ist das? Wähle das Fragezeichen aus, um die Anleitung der Paare-Bilden zu erhalten. Ja, okay. In dem Paare-Bilden-Minispiel müssen identische Symbolpaare gefunden werden. Finger, Finger, doch macht Sinn, okay. Um ein Paar zu finden, müssen die Noten umgedreht werden, die nicht von anderen helleren bedeckt sind. Du kannst immer zwei auf einmal umdrehen. Also Memory oder was? Zusätzlich ist auf einigen Noten ein Sternsymbol zu sehen. Für jeden Stern in einem gebildeten Paar wird ein Wimmelbildobjekt von der Liste gestrichen. Okay. Alles klar. Oh, was? Während einer Ermittlung musst du viele verschiedene Minispiele lösen. In vielen Fällen benötigst du Gegenstände, um sie zu aktivieren. Sobald der Minispiel aktiviert wurde, erscheint am unteren Bildschirmrand eine Anleitung dazu. Du kannst Minispiele auch überspringen, doch du musst warten, bis die lösende Schaltfläche... Okay, ja, ist ja gut. Schließ das Fenster, um im Wimmelbild zurückzukehren. Das ist schön und gut, aber ich will das Wimmelbild eigentlich machen. Fotoapparat haben wir gefunden. Was müssen wir denn alles suchen? Flieger? Nein, 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 nein. Gaskocher haben wir gefunden. Sofa. Luftpumpe. Okay, Strandball haben wir gefunden. Den haben wir gefunden. Bohnen, okay, mit einem. Mit einem Öffner. Ah, da haben wir ihn sogar. Geöffnete Bohnen. Den Bär. Was haben wir denn hier? Ein Wackeldackel. Ah, da. Okay. Den haben wir auch. Alter, es geht ja besser, als ich dachte. Normalerweise, aber ich brauche wahrscheinlich, um das Letzte zu finden, brauche ich wahrscheinlich ewig. Ah, ein Schiff. Alter. Das habe ich jetzt aber auch übelst per Zufall gefunden. Okay, was brauchen wir noch?
Ein Kamm, ein Rabe und ein Pilz. Das sieht doch noch ein Rabe aus, oder nicht? Oh. Alter, ich erschrecke jedes Mal. Ja, ist ja gut. Da ist doch der Rabe. Ein Kamm. Ups. Pilz, okay. Das war jetzt auch mehr Zufall. Ein Kamm, ist das ein Kamm? Das ist eine Zahnbürste. Boah, wo ist der Kamm? Kamm, 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 Kamm. Das macht's nicht besser. Ich klicke einfach mal wild rum. Das ist ein Besen. Zahnbürste. Ach, da war der Kamm, okay. Du hast ja, das ist ein harmloser Pfeil. Was gibt es sonst noch hier so? Was willst denn du? Okay. Sonst noch irgendwas hier zu finden? Au. Okay, das habe ich total übersehen. Gibt's hier wohl doch nicht nur diese Scheißbilder? Waldweg? Kommen wir jetzt hier mit der Spritze? Interessant, aber lass uns was anderes versuchen. Ob die Symbol eine Bedeutung hat? Da kann ich auch noch nichts machen. Ach genau, da ist die Armbrust. Die Armbrust. Ohne Sehne. Warte mal. Schnur. Okay, was will sie jetzt? Bolzen. Haben wir auch einen? Was will sie jetzt? Bevor ich die Armbrust mitnehme, sollte ich die Spritze befestigen. Spritze haben wir auch. Die Spritze muss befestigt werden, damit sie nicht herausfällt. Haben wir hier was? Klebeband vielleicht? Alter. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, den Bär, den erlegen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet, weil dieses Spiel ist echt sehr spannend und genial. Danke fürs Zuschauen nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!